Ja, aber ist halt so, ne? So, jetzt müssen wir uns hier vorarbeiten. Warum auch immer, dass es das so installiert wurde, das weiß keiner. Wahrscheinlich immer, dass man zwei Personen braucht, damit einer einzelner Gefangener nicht entkommen kann. Ist sogar noch relativ logisch eigentlich. Na, hast du? Ist halt so ein Paar-Spielchen, ne? So wie man, keine Ahnung, Twister spielt so am Abend mit anderen Pärchen. Macht man hier in Star Wars einfach so kleine Spielchen mit Türen. Das ist ja auch was Feines. Und wer hätte gedacht, dass sie noch lebt? Ja, ich hätte es gedacht, aber ich habe es euch natürlich nicht verraten, ich böser. Aber hat man sich vielleicht auch schon gedacht, dass es nicht so offensichtlich sein konnte, wie es aussah. Spontan ist, wieso hat sich die Tür jetzt geöffnet? Okay, gut. I'm pretty sure the shield generators are through there. I know. You get an escape pod ready and wait for me. This shouldn't take long. Don't do something stupid like die on me. And put you through the same misery I've been through? Not on your life. Ah, schön. 44% Trefferwahrscheinlichkeit kann man laufen lassen. Und man sieht, ich verwende die Machtfähigkeiten. Etwas zu selten, beziehungsweise benutze ich immer nur eine, nämlich die Machtgeschwindigkeit. Und die ist auch am nützlichsten. Die bringt einfach am meisten. Vor allem gegen Jedis eben und gegen große Gegnerhorden. Und wo wir gerade von Gegnerhorden reden. Hui! Und nochmal. Hui! Fall da jetzt runter, Mann. So, das war der Machtblitz. Ja, aber jetzt kommt die. Du läufst nicht weg, komm her. Oh, ups. So weit wollte ich ihn jetzt gar nicht ziehen. Aber mir fällt gerade auf, dass die Machtfähigkeiten noch also sehr viel Spaß machen. Das ist eigentlich einfach schade, dass wir es noch nicht so genutzt haben bisher. Na, aber was schießt da auf uns? Und gerade eben hatte ich so ein wippendes Knie. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Ne, wenn man nervös ist, dann wippt man mit dem Knie so hoch und runter die ganze Zeit. Und teilweise ist es wirklich so, dass man damit kaum aufhören kann. Und Abgang. Was fällt dir ein da auf dem... Also, ich glaub, du spinnst. Ja genau, wippendes Knie und gerade eben hatte ich das. Ich glaube, das ist immer, wenn man... Ah, shit. Immer, wenn man sehr aufgeregt ist. Und ich beobachte es teilweise auch in Restaurants und Kneipen. Also manche haben das teilweise stundenlang. Und hören damit nicht auf. Und ich glaube, die sind sich dem gar nicht bewusst, dass das gar nicht so normal ist. Dass man die ganze Zeit... So. Dass man die ganze Zeit mit dem Knie hier so in Bewegung ist. Das ist irgendwie so eine Art von Unausgeglichenheit, glaube ich. Und ich habe gerade ein bisschen Angst vor denen. Machen wir es mal kurz so. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Waffe. Der kommt ja hoffentlich nicht durch die Tür. Ich dachte, ich hätte irgendwas gefunden, was extrem effektiv war gegen die. War das nicht die hier? What? Hä? Okay, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ich weiß nicht, was uns gerade getötet hat. Irgendwas hat uns gerade kalt gemacht. Und zwar in einem Schlag. Und ich glaube, das war der Kerl da drin. Das finde ich ja sehr, sehr doof. Ich habe die Machtgeschwindigkeit wieder viel zu früh aktiviert. Ich weiß um meinen Fehler. Aber ich kann ja nochmal. Ja, und damit geht es extrem schnell, wie man sieht. Das heißt, wir merken uns, benutzen die Laser, die Blitzknarre gegen die, gegen diese Kampfdruiden. Und wenn da nochmal einer kommt, dann rasch dich. Und natürlich kommt da nochmal einer. Aber wer rastet, der rostet, deswegen rasten wir nicht und machen ihn einfach mal hier mit dem Ding kalt. Trulla, 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 la, trulla, trulla. Und damit ist es sehr, sehr einfach, muss ich sagen. Und ich höre nochmal ein. Sag mal, ich glaub, euch hackt's. Kuckus.
Kyle kommt zum Spielen! Fall um! Na, das Gegner ableben muss immer so dramatisch möglich sein. Ich habe das Geschütz gerade gar nicht gesehen. Muss ich nochmal schnell gucken, wo war's denn? Weil, wenn ich mich an das Level recht entsinne, also ohne dass ich jetzt viel verraten möchte, müssen wir diesen Weg nachher auch wieder zurück, glaube ich. Und alles, was wir jetzt ausschalten, müssen wir nachher nicht mehr ausschalten. Und das ist eigentlich ganz gut. Okay, hier gibt's nichts mehr. Den kann ich nichts kaputt machen. So. Ah, hier gibt's noch ein Türchen. Guten Tag. Und ich bin wieder zu... Jetzt wollte ich da posermäßig reinlaufen und die schnell kalt machen und dann... So was. Mann, das ist gemein. Mann, was soll denn das? Ich hab mich wieder verdrückt. Immer wenn ich Machtgeschwindigkeit einsetzen will, komme ich auf die Backen, weil ich dann irgendwie aus Versehen auf die 1 komme und dann wechselt das zu einem normalen Gewehr und damit kann ich natürlich nicht die Schüsse reflektieren und dort machen die mich tot. Das gefällt dem Quotengnom gar nicht. Der findet sowas ganz doof. Sterben findet er ganz uncool. Uah, macht tot. Ja, und wenn man es so macht, dann kommen die nicht mal zum Schießen. Haben die noch keinen einzigen Schuss abgefeuert? Zugangskarte benötigt. Ja, nee, ist klar. Dann suchen wir mal eine Zugangskarte. Ich glaube, ich muss ja doch nochmal genauer durchlaufen, weil da die Türen sieht man teilweise nicht so super. Weil grau auf grau, also graue Wand, graue Tür ist nicht so, nicht immer sehr offensichtlich, deswegen suche ich hier nochmal rum. Aber ich glaube, da drüben war noch was. Da ging es ja nicht noch die Treppe hoch. Tatsache. Tag, die Herren. Wie ist denn das Wertebefinden? Und hier will ich unbedingt mal einen würgen. Einfach nur, weil würgen so Spaß macht. Ich fühle mich wie Darth Vader. Luke. Ich bin dein Vater. Ah ja, und an dieser Stelle fällt mir gerade ein, was ich noch empfehlen wollte. Diesmal kein Film, sondern... Was habe ich gemacht? Diesmal kein Film, sondern... bei YouTube gibt da am besten mal... Star Wars Parodie ein. Oder, Adult Swim. Kennen manche von euch schon. Ist vielleicht eher so für Ältere, aber gibt's eben auch Star Wars Parodien, die mit so Puppen gemacht sind. Und die sind sehr, sehr geil. Und da würde ich euch auf jeden Fall mal den Imperator auf der Rolltreppe empfehlen. Da, beim ersten Mal dachte ich, also das hat mich ziemlich verschickt, das war ziemlich cool. Kann ich euch nur empfehlen. Da gibt's einige kleine, so kurze Clips sind das. Manchmal versteht man sie nur, wenn man sich ein bisschen mit Star Wars auskennt, aber die meisten sind auch so ganz gut verständlich. Also eingeben, Adult Swim oder Robot Chicken, glaube ich. Adult Swim, Robot Chicken, Star Wars Parodie, dann müsst ihr das finden. Einfach mal machen. Kann ich empfehlen. Und, hier mal ein bisschen für Star Wars Atmosphäre sorgen. Ja, das Spiel ist allgemein ein bisschen musikarm. Also finde ich zumindest, da könnte ein bisschen mehr
Musik aus den Filmen rein. So ab und zu habe ich hier eine Karte vergessen oder habe ich die schon aufgenommen, so eine Zugangskarte. Naja, die Star Wars Musik ist ja eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Die gefällt mir, also von den Filmen, also jetzt neben Fluch der Karibik zum Beispiel, gefällt mir die mit am besten eigentlich. Wobei natürlich, also eben Fluch der Karibik ist ungeschlagen, finde ich. Da ist wirklich, ist ein Fest für die Sinne, vor allem für die Ohren, so wie es bei Musik meistens ist. Es sei denn natürlich bei Rapper-Videos, da ist es auch meistens noch ein Fest für die Augen. Wobei das nur überdecken soll, dass die Musik so schlecht ist. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Und da oben stehen freundliche Burschen. Grüß Gott, die Herren, sagen Sie mal, wie komme ich denn da rein in den Turm? Wissen Sie da was drüber oder muss ich da irgendwo nachfragen? Gibt es so eine Touristinformation? Ich weiß gar nicht, wo ich da weiterkommen soll. Die Rückseite vielleicht? Aber da komme ich doch gar nicht. Ah ne, da oben ist noch eine da oben ist eine Konsole. Ich glaube, einfach mal den direkten Weg zu nehmen, ist ab und zu gar nicht so schlecht, auch in diesem Spiel. Na? Na? Kyle, benutze den Schalter. Dankeschön. Kuckus. Grüß Gott, die Herrschaften. Was hast du gesagt? Was hast du mit meiner Mama gesagt? Was hast du mit meiner Mama gesagt? Ja, und in diesem Spiel gibt es ja noch keine guten und bösen Machtfähigkeiten. Also die sind ja alle gleich. Das ist also unmoralisch, ne? So moralisch neutral, sagen wir es mal so. Ja, und ich glaube im zweiten Teil, also im Nachfolger von Needy Knight, da ist ja gar nichts mehr. Wieso laufe ich hier nochmal hoch? Egal. Da gibt es dann Machtfähigkeiten. Die geben einem so böse und gute Punkte. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, nur böse Machtfähigkeiten, und wenn man die eben nicht benutzt, ist man eben gut. Ja genau, dann kann man am Ende, gibt es eben zwei alternative Enden, ein gutes und ein böses Ende. Und je nachdem, wie man eben die Machtfähigkeiten benutzt, gibt es dann verschiedene, also geht es verschieden aus, die Story. Und eigentlich ist ja auch so, dass die bösen Machtfähigkeiten wirklich wirken, Blitz, dass die wirklich direkt gut hier, die benutzt die gar nicht eigentlich. Ist sozusagen, wie bei Harry Potter, verbotenen Flüche. Kennt ihr vielleicht? Crucio und Avada Kedavra und was es da alles gibt. Nicht, dass ich jetzt irgendwie eingeschworener Harry Potter Fan wäre, aber die kennt man ja vielleicht schon noch. Ich habe auch nur die ersten vier Teile gelesen, glaube ich. Ja genau, bis zum Feuerkelch ist, heißt es, glaube ich, das letzte. Dahin habe ich es gelesen, dann den Rest habe ich, glaube ich, dann noch ein, zwei als Film gesehen. Aber auch noch nicht die, also die letzten da im Kino, war ich auch nicht mehr dann. Im Kino war ich, glaube ich, nur bei, ja, ich glaube, auch den ersten vier eben. Da, wo dieser Hype so richtig extrem war. Wobei, der ja immer noch ziemlich extrem ist, glaube ich. Also es ist nach wie vor, ist diese Harry Potter-Ära ist noch nicht ganz vorbei. Letztes Mal kamen eben die Nachrichten da, hier der letzte Teil, als er ins Kino kam. Da waren die ganzen britischen Fans, waren völlig außer sich. Oh, das letzte Mal Harry Potter im Kino. Nein! Warum kann's nicht ewig weitergehen? Und die Antwort ist, die Autorin hat keinen Bock mehr. J.K. Rowling heißt die, glaube ich. Oh, nö. Aber kann er aus seiner Sicht das Falsches erzählen? Ja, Kollege. Habe ich die einfach mal entwaffnet, was? Na? Doch, J.K. Rowling müsste stimmen, glaube ich. Ne? Muss da mal aufpassen, ich verwechsel da immer die Autoren immer ganz gern. Auch wenn sie sich gar nicht ähnlich anhören. Also zum Beispiel jetzt mit Tolkien oder so. Und die kann ich hier durch die... wusste ich auch nicht, dass ich hier durch diese Barrieren durchzerstören kann. Da muss ich gerade nochmal schauen, gab es da noch irgendwo anders welche? Nö.
Hier ist nichts. Nee, hier ist, da gibt's nichts mehr.